Wir sind beim BVB und schauen auf unsere sich stetig verändernde Grafik der Wochen der Wahrheit, die nicht nur wir ausgerufen hatten. Und da wird einem immer noch mal wieder klar, wie gut alles begann. Nämlich mit einem 3:1-Sieg in Mailand, der zur vorzeitigen Qualifikation fürs Achtelfinale führte in einer sehr, sehr schwierigen Gruppe. Dann kam das 1:1 in Leverkusen, was sich vom Ergebnis irgendwie, denkt man auch, ja in Ordnung, wenn man es gesehen hat. Heieiei, das hätte auch richtig schief gehen können. Die brutale 0:2-Niederlage in Stuttgart, gleichbedeutend mit dem Aus im DFB-Pokal. Und jetzt eine 2:3-Niederlage gegen Leipzig. Auf die besonderen Umstände in Unterzahl kommen wir etwas später zu sprechen. Zunächst einmal die Frage, Herr Reif, läuft Dortmund Gefahr oder ist das eine Gefahr, dass sie sich diese Hinrunde durch das Erreichen des Champions League Achtelfinals schönreden, dass man immer wieder sagt, naja, aber wir haben uns ja in der Gruppe, wo ihr uns alle erzählt habt, das ist eine Todesgruppe, da haben wir uns nach 5 Spieltagen durchgesetzt. So, was wollt ihr denn? Und dass die anderen beiden Dinge, die vielleicht für den Dortmunder Alltag wichtiger sind, da ein bisschen zu Unrecht in den Hintergrund rücken. Tja, aber wenn man sich das so anguckt, können Sie mir sagen, also was ist Dortmund? Was ist, wenn Sie, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist Dortmund? Sie sind jedenfalls für eine Spitzenmannschaft nicht konstant genug, sondern Sie liefern dir Newcastle ab und Paris und das haben Sie doch. Also nochmal, das haben wir doch gesehen, das haben wir doch nicht jetzt aufgeschrieben und erfunden, sondern die haben in einer Gruppe wirklich, wo Newcastle gespielt, zweimal gewonnen. Sie haben nur ein Spiel richtig vergurkt, das war in Paris das erste. Und da waren sie Dortmund 1.0 und danach waren sie Dortmund 2.0 und dann waren sie jetzt wieder 1.0 und die erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten in Leverkusen waren brillant und danach aber nichts mehr. Danach hatten sie Glück, dass es so läuft. In Stuttgart waren sie nicht existent, so dass du so Bayern-mäßig gestern, ich würde sie ja gerne ordentlich bewerten können für mich selber. Aber dann lässt sich Hummels nach 10 Minuten rausstellen. Besprechen wir gleich. Und dann wird es wieder schwer. Ich weiß es nicht. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, aber das da nicht, weil ich, wenn man es nicht weiß bei einer Mannschaft, was man kriegt, ist sie keine Spitzenmannschaft. Sondern dann ist sie eine Jubeltrubel-Tralala-Hopsasa-Mannschaft an einem Samstag und das nackte Elend die Woche darauf. So wirst du nie was gewinnen. Wir wollen Edin Terzic einmal hören zur Gesamtsituation, denn er sagt es schon im ersten Satz. Ja, es wird nicht leichter, wenn man keine Punkte holt. Das ist klar. Wir sind unzufrieden gewesen mit der Punkteausbeute, aber auch mit den Leistungen. Wir waren auch sehr unzufrieden mit dem Spiel am Mittwoch in Stuttgart. Und trotzdem hat man heute gezeigt, dass wir dafür die Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, dass wir heute viele positive Dinge mitnehmen können aus diesem Spiel, wenn wir über die Energie, über die Moral, über den Siegeswillen, aber auch über die Klarheit und die Aktivität im Ballbesitz eine deutliche Leistungssteigerung zu dem, was noch am Mittwoch oder letzte Woche Sonntag stattgefunden hat. Und das ist der Weg gegen alle Widerstände. Gerade ist es keine leichte Phase. Nee, leicht ist sie nicht, auch für ihn logischerweise nicht. Also was wollen Sie? Hoeneß nach Dortmund und Alonso zum Bayern? Ich will gar nichts. Ich möchte eine unterhaltsame Sendung mit Ihnen machen. Also los, dann probieren. Weitere Ziele verfolge ich nicht. Geben wir uns Mühe. Ja, aber natürlich ist mit der an Ergebnissen gemessen und an dieser Inkonstanz auch. Das ist Aufgabe eines Trainers. Aber auch da wieder die nüchterne Analyse. Ist der Kader nicht gut genug oder kriegt der Trainer aus dem Kader nicht das raus, was er eigentlich bieten müsste? Dann stelle ich die gleiche Nachfrage wie bei Bayern. Was glauben Sie? Ich weiß es nicht. Geben Sie mir Newcastle, dann sage ich, und Mailand, dann sage ich, Mailand war gar nicht so brillant, aber es war erwachsen, es war ruhig, Mailand hat nichts angeboten und dann nehmen wir das, was hier, das machen wir dann selber und fahren hin und fahren wieder nach Hause, 3:1 und tschüss. Das hatte was von Spitzenmannschaft. Und international sogar Spitzenmannschaft. Und dann fährst du nach Stuttgart und findest nicht statt, weil ein Gegner Lust hat zu rennen in einem Pokalspiel. Aber nochmal, das ist nicht Dortmund nur. Das hat die Bayern in Saarbrücken ihnen ja vorgemacht, wie sowas gehen kann.
Aber das sind Dinge, da gebe ich auf. Da sage ich, pass auf, das hat mit Spitzenfußball, Konstantfußball nichts zu tun. Sie werden auch von Darmstadt 98 Spiele erleben an einem Samstag, wo alles funktioniert und wo die über sich dermaßen hinauswachsen. Aber bei Dortmund und bei Bayern, ich glaube, das ist sehr ähnlich im Moment, mit Abstufungen, da haben sie Dortmund das Problem größer, ist es so, dass sie aus dem, was sie haben, nicht eine berechenbare Menge abliefern. Und das, dafür musst du irgendwann mal sorgen. Entweder über Charaktere, über Fußballspieler, die Spieler selber, dass du sagst, das sind Trainerspieler, die liefern mir nicht 150% und alle stehen auf den Stühlen Woche für an einem Samstag, sondern ich brauche die 80% Spieler, die mir jeden Samstag, Mittwoch, Dienstag 80% abliefern. Mit 80% werden wir die meisten Spiele gewinnen. Das hätten gern Trainer. Also entweder ist bei Dortmund der Kader nicht gut genug, genau das in der Abstufung wie bei Bayern, oder dem Trainer gelingt es nicht, aus diesem Kader das Beste herauszuholen. Es gibt diese Sätze von Hans-Joachim Watzke, gesagt in Sportbild im Sommer: Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft meine ich, beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist. Und Edin ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Durchaus denkbar. Kann sein, dass er völlig recht hat. Gemessen wird es allerdings woran? An den Ergebnissen. Und wenn die Champions-League-Qualifikation in Frage stünde, deswegen das mit dem Platz 5, Sie haben zu Recht gesagt. Sie tut das aktuell. Ja, super. Aktuell weil steht es prima gelaufen. Ich meine, aktuell steht sie in Frage, die Champions-League-Qualifikation. 4 Punkte Rückstand auf den sicheren Platz 4 ist aus meiner Sicht so nach 14 es. Spieltagen ein Infragestellen des allerwichtigsten sportlichen Ziels. Deswegen drehe ich mich ja jetzt nicht hier wütend ab und gehe nach Hause, wenn Sie mich nach Terzic fragen, sondern ich sage, selbstverständlich wird ihm dieser Spruch bei... Ich wünsche es ihm nicht, aber das könnte ihm gewaltig auf die Füße fallen. Weil das sind so treue Schwüre, die finde ich wohlfeil. Das ist mal ein bisschen in die Luft geworfen und ja, oh super, guck mal, die machen mal was ganz anderes. Die machen gar nichts anderes. Wenn die Champions League-Qualifikation für einen Club wie Borussia Dortmund fraglich wird, dann will ich den Spruch gern noch mal hören. Augsburg und Mainz sind die beiden Bundesliga-Gegner noch in dieser Saison. Ui. Was müsste der BVB, was müsste Terzic da abliefern unterm Strich, dass die Winterpause etwas ruhiger wird? Müssen es 6 Punkte sein? Zumindest etwas anderes als in der vergangenen Saison gegen just diese zwei Gegner. Und da haben sie enorm was gut zu machen. Ohne dass irgendwas gut zu machen wäre. Denn das Mainzer Spiel in der vergangenen Saison hat sie die Meisterschaft gekostet. Und gegen Augsburg haben sie zu Hause, glaube ich, verloren. Interessanter Bogen oder Kreis, der sich da schließt, dass sie ausgerechnet das letzte Spiel dieses Jahres gegen die Mannschaft haben, gegen die sie den größten Schmerz am 34. Spieltag erlebt haben. Der Fußballgott hat zuweilen Zeit für solche Scherze. Und selbstverständlich müssen das. Was soll denn sonst? Was wollen Sie? 6, wenn da keine 6 Punkte kommen dann? Und die anderen da vorne machen ihr Ding, dann das rechne ich Ihnen dann vor, wie der Abstand zu Champions League Plätzen wird. Also den Druck, den Sie jetzt haben, haben Sie sich selber zuzuschreiben. Aber auch dieses Samstagspiel, ich kann es noch nicht völlig kühl bewerten, weil, wie gesagt, mit 10 Mann gegen jetzt sind wir bei Hummels, Herr Reif. Jetzt sind wir bei Hummels. Die rote Karte, die es in der 10. Minute gab nach seiner Notbremse gegen Openda. Darüber würde mich noch ganz kurz vorher interessieren, bevor wir über die Folgen reden. Wie haben Sie dieses Foul erlebt? Es gibt nach wie vor viele, die sagen, das war Strafraum. Das hätte Elfmeter geben müssen und... Gelb. Und die sind alle verrückt oder haben die das Spiel gesehen, die das sagen? Die das also sagen Sie faul außerhalb oder sagen Sie faul draußen? Es gibt doch da immer der entscheidende Unterschied jetzt, auch unter den Schiedsrichter in der Gilde, ist, was ist hier gesetzt? Der erste Kontakt, der beim Foul, oder ist der entscheidende Kontakt? Wann erwischt der Openda? Und wenn es so strittig ist, da hat sich der VAR wieder zu wichtig gemacht. Es gibt nochmal, ich bin kein Fan davon, dass das reicht mir nicht für ein Elfer oder so Zeugs. Sondern, und schon gar nicht, wenn es hier um eine Messbarkeit geht
vermeintlich, im Strafraum außerhalb. Wenn es aber so über die Linie rutscht und man das auch so sehen kann und der Schiri Jablonski, kein Anfänger, sondern einer unserer Besten, es so bewertet auf dem Platz, aus der Dynamik und aus allem, was da passiert und nicht seziert dann nochmal mit im Ruckelbildchen so Millimeter um Millimeter, sondern wenn er das so bewertet, hätte die Situation so stehen bleiben können. Sehr wohl. Und das war kein Ruhmesblatt für den VAR, sorry. Und trotzdem auch keins für Mats Hummels, wie er selbst eingeräumt hat. Seine Erklärung nach diesem Foul, das ja für sich unstrittig war, hat er dann so formuliert. Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe. Ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen. Soweit Mats Hummels. Und dann wollen wir den Trainer direkt anschließen. Edin Terzic zu dieser Szene und Mats Hummels. Das war definitiv eine Schlüsselszene, die alles nochmal auf den Kopf gestellt hat. Mats hat, glaube ich, in seinem Statement sehr vieles schon richtig gesagt. Und trotzdem können wir ihm jetzt da nicht als Alleinverantwortlichen für nehmen, weil es war noch danach, es war 0-0 und es waren noch 80 Minuten zu spielen. Und wir haben versucht, als Mannschaft das dann wieder gut zu machen. Das ist uns heute nicht gelungen. Er weiß, dass es besonders in dieser Phase, also wenn wir jetzt über die 80., 85. Minute reden, da könnte man schon über so viel Risiko nachdenken in so einer Situation, aber nicht zur Startphase, in der Startphase. Und das ist etwas, was, glaube ich, im heutigen Fußball viel zu häufig passiert, dass die Innenverteidiger zu häufig das Tackling suchen, anstatt das Laufduell und dann vielleicht sich auch noch mal ein bisschen an den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen und ein bisschen auf den Torhüter zu verlassen, anstatt sich dann aus dem Spiel zu nehmen. Zwei interessante Punkte, Herr Reif, die er da anspricht. Bleiben wir noch einmal beim Konkreten. Warum glauben Sie oder wie können Sie sich erklären, dass Hummels da in die Grätsche geht? Weil er ja selbst auch hinterher sofort sagte, darf ich nicht. Ja, und recht hat er ja. Warum? und noch so recht. Der hat, wo hat der kürzlich, war das in Mailand, ein überragendes Spiel abgeliefert, wo der, glaube ich, 95% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Wo es auch in Richtung Fußballgott ging, in Sachen Vergleich. So, genau. Und da hat er eine Grätsche hatte gesetzt. Und da kam er zu spät. Aber da ist nichts so passiert wie da. Einmal. Man würde ihm gerne wünschen, Mats, in deinem Alter, mit deiner Erfahrung, mit etwa, weiß ich nicht, 5000 Spielen, das Foul passiert ja erst im Kopf. Also erstmal die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt dahin, Grätsche. Und wenn wer in dem Tempo in so eine Grätsche reingeht, weiß, wenn ich den Ball treffe, habe ich gewonnen. Wenn ich ihn nicht treffe, habe ich 2 Wochen Pause. Und vermutlich war er der Überzeugung zu treffen, weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Ja, nee, davon gehe ich aus. Aber hinterher wird er gesagt, da habe ich die falsche Wahl getroffen. Und wenn das ein Junger macht, der dem Trainer zeigen will, dass er endlich mal und was weiß ich alles. Aber wenn das ein alter Sack macht, der so lange im Geschäft ist und so viele Grätschen schon gemacht hat und so viele Situationen hat bewerten und einschätzen müssen innerhalb von Zehntelsekunden, das weiß ich nicht. Ich will da nicht keine Psychologie rein, dass er beweist, immer, er hat nichts zu beweisen. Zuletzt hat er bewiesen, dass auch das Alter nicht abseits steht. Die Grätsche kann auch ein Ausdruck seines Selbstbewusstseins sein. Absolut, ja, nur man kann manchmal sehr selbstbewusst sein und damit auf die Schnauze fallen. Und das ist ihm, er ist sehr selbstbewusst da auf die Schnauze gefallen. Zumindest labert er nicht irgendwas drumherum, sondern sagt, pass auf, das Spiel habe ich vergeigt. Antwort, yes. Nach 10 Minuten so ein Risiko gehen, dann lass ihn das Tor machen. Also wenn ihr euch das nicht zutraut, dem Gegner nach 10 Minuten 0-1 und dann, wenn er es denn überhaupt macht. Und danach leben wir noch 80 Minuten. Aber wenn du gegen eine Mannschaft wie Leipzig... Das wäre übrigens eine großartige Erklärung gewesen, ne? Wenn Hummels gesagt hätte, ich wollte das Elfmeter faul, weil sonst hätte er ihn sicher reingemacht und so hätte unser Kobel zumindest noch eine Chance gehabt. Letzte Frage noch zu der grundsätzlichen Einordnung von Terzic. Beobachten Sie das auch so, dass Verteidiger zu schnell, zu oft grätschen? Na, hör auf. Und wenn, dann sagst du es deinem, die Innenverteidiger, also Kim ist überhaupt nicht gegrätscht und Upamecano weiß nicht, was er gemacht hat als Innenverteidiger und Hummels ist jetzt gegrätscht. Also ich weiß nicht, Terzic ist der Fachmann, ich gucke nur von außen. Ist mir so nicht aufgefallen, dass jetzt zu viel
gegrätscht wird. Außenverteidiger machen das ja auch. Warum geht er runter? Das hat Berti Vogts hat doch immer schon gesagt. Wenn er nicht runtergehen, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es oder nicht. Wenn du stehen bleibst, hast du noch zwei, drei andere Optionen. Ablaufen, wegdrängen, faulen, aber nicht so faulen so, sondern ziehen, was weiß ich was. Aber wenn du unten gehst und er ist an dir vorbei, bleibst du unten. Bleibst du liegen und er ist weg. Also, aber ob das ein Muster ist, ist mir zumindest so noch nicht aufgefallen. Schauen wir